Das war halt so die Sache, Crash, weiß ich, Crash habe ich irgendwie eher kennengelernt. Und dann war ich im Crash-Fieber und hatte mich nicht mehr so auf Spyro irgendwie konzentriert oder was beachtet. Wie man das nennt. So. Fast alle. Jetzt sind wir wieder an dieser guten alten Stelle. Nein, ich bin ein Affenmann. Vielleicht muss ich doch wieder ein bisschen schneiden. Also, je nachdem. Dreiviertel Stunde rum und keinen weiteren Edelstein. Ne? Ah. Hat doch nichts zu sagen. Bam, 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 bam. Bam. Okay. Wir kriegen ja auch immer reichlich Äpfel. Wumpa-Früchte, mein Gott, ich weiß. Das kann man mir nicht mehr beibringen. Der Zug ist abgefahren. Damals vielleicht als kleines Kind, okay, hätte man das vielleicht auch hinkriegen können. Alex, das sind Wumpa-Früchte. Wahrscheinlich hätte ich dann, wenn ich das damals begriffen hätte, zu allen möglichen Äpfeln im richtigen Leben Wumpa-Früchte gesagt. Mama, wir müssen noch ein paar Wumpa-Früchte kaufen. Und alle gucken, hä? Was will der? Genau. Mäuse, Fleder. Spinne. Die Spinnen, die Spinnen. So, jetzt mal ein bisschen Concentration. Jetzt kommen wir gleich wieder an die tolle Stelle. Erstmal hier wieder Feuer. Geh weg. Äpfel. Okay, das habe ich überlebt. Wieso müssen sie auch den Checkpoint so scheiße dahinstellen? Das gibt's doch nicht. Was hat denn diese Stelle gegen mich? Oder was habe ich gegen diese Stelle? Idon-Knopf. Niesen, 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 niesen. Ich weiß auch gerade nicht, was ich gesagt habe. Nicht wundern. So. Oh, vergessen. So, weg. Hauptsache Kisten weg. Gut. Also Äpfel sollte man ruhig schon trotzdem mitnehmen. Wenn sie schon kaputt, wenn sie schon rumliegen, ne, einsammeln. Es kommt uns zwar nicht mehr so auf Leben an, aber es sieht halt ganz schön aus, wenn man so ein paar Leben zu verbuchen hat, ne? Macht immer einen guten Eindruck. So. Haben bald wieder 100 voll. Sehr schön. Das wäre ein guter Zeitpunkt zum Springen gewesen. So, mit denen. Auf die Federmäuse warten sollen. Ging aber noch gut. Hallo. Und wieder ein Leben. Immer noch über 20. Kriege ich nämlich ständig was dazu, habe ich den Eindruck. Das ist halt der Vorteil, wenn hier ordentlich Kisten mit Äpfel rumstehen, ne, dann hebt sich das irgendwann auf. Das ständige Sterben und das Äpfel einsammeln. Au, weg damit, genau. Bam. So. Echt? Ja, du wieder. Gut. Und jetzt nicht reinfallen, wenn es irgendwie geht. So. Genau, hier kommt Freund Aku. Wir warten ab, bis die Fledermäuse kommen. Gut. Ach, was soll denn der Kram?
Das ist doch nicht wahr. Und trotzdem treibt mich dieses Level nicht so zur so zur Verzweiflung wie hier High Road. Ich hoffe ja irgendwie inständig, dass wir hier einen bunten Edelstein bekommen. Ich möchte den roten gerne haben. Weil wenn wir den roten haben, dann fallen mir gleich zwei Level ein, die wir bewältigen können. Das ist zum einen Road to Nowhere, das andere Hängelevel, Hängebrückenlevel, Hängelevel, ja, Hängelevel. Da brauchen wir einen roten Edelstein. Und das erste Level von diesem Tor im Dschungel da. Ich glaube, es heißt The Great Gate, hieß es oder so. Da brauchen wir auch den roten. Das sind die beiden, also sind zwei Level, wo ich weiß, da brauchen wir auf jeden Fall einen roten Edelstein. Und der Rest ist eigentlich, ja, weiß nicht mehr. Ja, richtig. Das Level, The Lab, hieß es, glaube ich. Da brauchen wir den grünen. Das weiß ich auch noch. Weil da können wir mit einem Schlag 30 Leben einsammeln. Das ist ein richtig cooler Abschnitt. So cool gemacht. Brauchen wir nur reingehen und gleich am Level anfangen, bringt einen der Edelstein praktisch nach oben. Zu so einem kleinen Geheimpassage. Und da kriegen wir 30 Leben geschenkt. Das ist doch noch was. So, komm. Genug gequasselt. Ja. Na, kennen wir das hier nicht irgendwie? Déjà-vu. So. Ich sehe Akku. Ich sollte ihn nehmen. Wir warten auf die Meda-Fläuse. Springen auf ihn hier. Und auf ihn! Dass ich nicht daraus lerne, aus dem Fehler. Oh ja. Ja, ja, dat. Hast du recht. So. Crash. Okay, was machen wir hin heute? Akku! Ich habe Akku weggeschmissen. Ich versuch's trotzdem. Ich habe Akku weggeschleudert. Aber wir brauchen keine Akku. Schaffen wir alles so. Ja, locker vom Hocker machen wir das hier alles. Kein Ding. Gut. Alles gesagt. Hurga. So. Okay. Wenn ich hier in Tatsache rüber gesprungen muss, ja. Ach ja. Ich glaube, ich habe noch keinem Let's Play so viel geschnitten, wie ich das hier tun werde. Aber es ist Not. Es ist Not. Es ist nötig oder es tut Not. Aber es ist Not, ist schon komisch, ja. Bei dem Wort nötig muss ich immer an Matrix denken. Das ist so geil. Wie, wo Neo das erste Mal dann stutzig wird und so fragt, was geschieht hier mit mir oder was macht ihr mit mir? Und Trinity sagt ganz stumpf, das ist nötig, Neo. Das ist natürlich die beste Erklärung überhaupt, wenn man total verwirrt ist und gar nicht weiß, worum es geht. Das ist nötig, Neo. Dann bin ich auch mal gleich voll beruhigt, weil ich das wissen will, man, das ist nötig, Alex. Ach so, gut, dann ist ja in Ordnung. Und deswegen, immer wenn ich das Wort nötig höre, muss ich an Matrix denken. So, jetzt denk bitte gleich dran, Alex. Bei der Plattform ein bisschen aufpassen. Dass die auch unten ist. Zum Beispiel jetzt. Na siehste, geht doch. Ach ja, jetzt kommt der Scheiß. Das ist definitiv nichts mehr. Bam, bam,
Bam. So. Den eingesucken da oben. Okay. So. Zwei Masken haben wir noch. Und wisst ihr was? Die sind nötig, Leute. Oh nein! Tut mir das nicht an. Tu 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 mir das. Tu mir das nicht an. Jetzt werde ich gerade wieder nervös. Ich merke das schon an meinen Händen. Ich fange an zu schwitzen an den Händen und ich zittere. Und das ist nicht die beste Voraussetzung für dieses Spiel. Okay, das kann man noch abtimen, ja. Okay, jetzt wird es interessant. Wenn ich gleich rausfinde, wir brauchen hier irgendeinen Edelstein, dann drehe ich, glaube ich, durch. Ich habe noch was getroffen. Ich glaube, es war ein Apfel. Hä? Ziel? Wie kann das jetzt angehen? Kam die Stelle denn schon mit der... Verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn... Habe ich das mit der Fackel schon gemacht? Mit der geschafft! Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, ich bin auch ein Trottel! Die Stelle mit der Fackel, da bin ich, glaube ich, rückwärts gegangen. Da muss ich rückwärts gegangen sein. Oh, wie doof von mir. Wir haben 10 Sterne. Oh, ist laber ich richtig Müll? Wir haben 10 Sterne. 10 Edelsteine. Und eine Stunde gespielt. Okay, geht noch. Ah, Mann, 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 Mann. Oh, ich drehe durch, ey. Ich drehe am Teller. Okay, welches Level nehmen wir uns jetzt vor? Road to Nowhere brauchen wir den roten Edelstein. Boulder Dash, Sunset Wister. Da brauchen wir auch irgendeinen. Ich weiß aber nicht, welche Farbe. Achso, nee, ich wollte weiter zurück. Wir gehen noch ein bisschen weiter zurück, würde ich sagen. Ich glaube, Sunset Vista brauchen wir auch irgendeinen Stein. The Lost City. Was war das? Ich muss mal eben reingucken, gucken, was das war, The Lost City. Ah! Hier brauchen wir den roten Edelstein. Gut, ein Leben geholt und wieder raus. Sehr geil. Cool. Dann brauchen wir hier den roten Edelstein, oder? Ja. Und bei dem zweiten, das ist dann Sunset Vista. Warte, da. Dann brauchen wir hier keinen. Gut, versuchen wir uns an diesem Level. Tja, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder in diesem Level Sunset Vista, das ich eben schon eine Dreiviertelstunde lang ungefähr probiert habe. Oder eine knappe Stunde war es, glaube ich, sogar. Und jetzt habe ich erstmal keine Lust mehr. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Und ich denke, wir machen hier erstmal wieder Schluss. Wir haben wenigstens 4 Edelsteine, glaube ich, gekriegt. Ne? 3 oder 4, weiß jetzt gar nicht genau. Deswegen denke ich, ist das ein ganz guter Schnitt und ich sag, bleibt dran, haltet mir die Treue und bis zum nächsten Mal.